Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich, ja, ein Unboxing und zwar eins, was es noch nie hier so gegeben hat. Es ist tatsächlich meine allererste Colourpop-Bestellung gewesen und ich habe mir diese Mystery Box bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Box reinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, ich habe das erste Mal bei Colourpop bestellt, weil ich immer so ein bisschen Schiss vorm Zoll hatte. Mittlerweile finde ich es ganz praktisch, dass man diese Zollgebühren auch ganz easy peasy bei Anlieferung an den DHL-Boten bezahlen kann. Das ist bei uns echt super einfach möglich, finde ich wirklich gut. Natürlich zahlt man dann natürlich noch ein bisschen on top diese, ja 6 Euro sind das eigentlich, ne, diese Auslagepauschale nennt sich das. Der Zoll an sich, den ich gezahlt habe, sind 15,35 Euro gewesen, denn ich habe mir neben der Box, die 49 Dollar gekostet hat, auch noch für 25,20 Dollar so ein Pinselset bestellt, weil ich wollte das für Versandkosten frei haben, wenigstens etwas. Genau, dass ich quasi die 21,35 schon mal vorab bezahlt habe. Krass ist einfach, dass dieses Pinselset stinkt wie Sau. Denn das möchte ich euch erstmal zeigen. Das ist so richtig nach Kleber und nach irgendwas Günstigem. Ganz, ganz schlimm. Colourpop sitzt ja in Amerika und die übernehmen halt nicht die Zollgebühren. Das ist immer so ein kleines Glücksspiel, was man hat. Beziehungsweise mittlerweile musst du eigentlich immer Zoll bezahlen. Also da habe ich jetzt bislang nie was Gegenteiliges gehört. Das Pinselset befindet sich in dieser Tasche, die, wie gesagt, stinkt wie Sau. Und so schauen die Pinsel aus. Ich wollte die einfach mal von der Qualität her abchecken, denn ich habe das ein oder andere Produkt von Colourpop auch schon da. Ich glaube, Smoking Roses nannte sich das halt, ne? Genau, also Lidschattenpaletten, die qualitativ richtig geil sind. Pantone-Produkte habe ich da. Ich habe auch schon mal einen Fullface Colourpop, glaube ich, geschminkt, kann ich euch mal verlinken. Aber halt noch nie so eine Box bestellt und noch nie selber bestellt. Ich habe immer das Glück gehabt, über Tauschpakete zum Beispiel mit Marion daran zu kommen, ne? Und das ist einfach maximal in Plastik eingepackt. Das werde ich auseinanderfriemeln und dann kommt das auch in meinen Fullface Beauty Boxen. Genauso wie auch die Sachen aus dieser Box. Da bin ich einfach mal gespannt. Das heißt, die werde ich euch jetzt von der Qualität her schlecht bewerten können. Auch wenn ich jetzt schon sagen kann, dieser Stippling Brush fühlt sich so billig an wie noch kein Stippling Brush vorher. Und das soll was heißen, denn ich habe auch echt schon günstige Sachen von Wish und so ausprobiert, ne? Schon krass. Also verliert jetzt so nicht im ersten Moment Haare, aber es fühlt sich gerade sehr, 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 sehr plastikmäßig an. Ich muss gucken, wie die sich auf dem Gesicht verhalten, ne? Ich bin da sehr gespannt drauf, deswegen habe ich ja auch die Produkte gekauft, definitiv. Wobei, der fühlt sich jetzt schon wieder besser an. Also dieser Cheek Brush, ne? Ja, ich habe mein Fenster offen. Es ist so warm, Leute. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ja, wie gesagt, ich friemel das auseinander, entferne das Plastik und im Fullface Beauty Boxen kommt das zum Einsatz. Aber Wahnsinn, wie das stinkt. Also wenn ihr das riechen könntet. Und das ist wirklich die Tasche, ne? Das ist echt schlimm. Ich glaube, die Tasche wird auch nicht mehr so lange hier bleiben. Und ich bin aktuell so geruchsempfindlich. Oh, geht gar nicht klar. Gut, 25,20. Ich weiß nicht, ob die sogar reduziert war. Ich glaube schon. Das Blöde war, die Zollgebühren wurden angerechnet auf das, was quasi auch auf den Karton geschrieben wurde, ne? Und auf den Karton wurde der Originalpreis von dem Pinselset draufgeschrieben und ich das reduzierte. Aber bei der Box haben die den Boxenpreis genommen, also die 49 Dollar. Das fand ich schon mal gut, weil wenn die dann jetzt den Wert da draufgeschrieben hätten und ich darauf den Zoll hätte zahlen müssen, hätte ich relativ wenig Bock drauf gehabt, muss ich sagen. Hm. Ich glaube, Jenny von Eden oder so hatte das damals, ne? Genau, so, hier habe ich dann Established in L.A. diese wunderschöne Box, die gar nicht so wunderschön aussieht, ne? Aber ich mache sie auch mal auf. Hier steht dick und fett Colourpop drin, das ist doch nice. Sehr viel Verpackungsmaterial, aber das braucht das natürlich auch. Wann habe ich bestellt, wann ist es angekommen, blende ich euch mal ein. Ja, das kann ja manchmal auch ein bisschen länger dauern, ne? So sieht dann der Karton von innen aus. Und jetzt gehen wir einfach mal so zusammen durch, was ich hier so drin finde. Ich hoffe, dass ein bisschen was auch dabei ist, was ich geil finde. Sonst wird sich das halt einfach nicht lohnen und dann fände ich das schon wieder schade, ne? Okay, als erstes habe ich hier was drin. Ein Supershock Shadow. Wahnsinnig krasse Farbe. Ist eher so ein Topperton, würde ich sagen, ne? Tessel ist wohl die Farbe. Ultra Glitter, ja, definitiv. Mal gucken, ob die Kamera das auffängt, weil sie hat jetzt natürlich auch die Möglichkeit, mit ganz viel Sonnenlicht hier zu arbeiten, was von draußen reinkommt, ne?
Also immens, immens. Aber Supershock Shadow, das ist halt ein Produkt, was ich nicht verwende, weil das ein Monolidschatten ist. Beweich auf, kommt in Monolidschatten Adventskalender, den ich dann verlosen werde zum Ende des Jahres, sofern Bauchbaby das zulässt, ne? Aber das kriegen wir alles hin. So, dann habe ich hier Colourpop by the Bushel Lippy Scrub. Ja, Lippenpeelings verwende ich nicht. Hatte ich jetzt gerade erst auch in der Asam Beauty Wundertüte drin und habe ich auch erzählt, dass ich kein Fan von Lippenscrubs bin. Also das wird auch weiter wandern, weil ich es einfach nicht verwende. Also ich mache ja viel mit meinem Gesicht, ne? Mache sehr viel Pflege, mache sehr, 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 sehr intensive Skincare-Routine. Sowohl morgens als auch abends. Aber tatsächlich jetzt nicht irgendwie Lippenpeeling da. Fehlt mir die Muße für. Ja, ich muss mal eben kurz hier ein Ding haben, um das richtig aufmachen zu können. Ein Hebel. Ja. Freundliche Menschen fahren hier dran vorbei. Ist immer schön, wenn man Menschen lachen hört, oder? Ich mag das eigentlich. Genau. Ja, habe ich, wie gesagt, nicht die Muße für, ne? Ja, es ist Hartplastik oder ist das Glas? Ich würde es eher wirklich als... Nee, ich glaube, es ist eher Plastik. Aber ganz, ganz hochwertiges Plastik. Also jetzt nicht so Billo-Plastik, ne? Ja, wird sich bestimmt jemand drüber freuen. Ich denke auch, dass ich mit dem Geschmack Bock drauf gehabt hätte. Also mit diesem Erdbeergedönsen wäre es geil gewesen. Aber wie gesagt, Okay, das war jetzt schon das zweite, wo ich nö sage. Fourth Ray, das ist, wie ich gelernt habe, die Hautpflegemarke von Colourpop. Later Hater Blemish Stickers 48... Patches. Ja, das sind so Anti-Pickel-Patches. Die verwende ich persönlich eigentlich gerne. Ich glaube, dass ich das aktuell nicht verwenden darf, weil da müsste eigentlich Salicylsäure drin sein. Und Salicylsäure darf es in der Schwangerschaft jetzt nicht unbedingt nehmen. Ne? Wie gesagt, ist nicht schlimm. Das wird dann zum Einsatz kommen, wenn ich halt nicht mehr schwanger bin und wieder sowas verwenden darf. Ist jetzt ja auch nicht mehr so Ewigkeiten hin, ne? Bauchwächstung gedeiht, ich sag's euch. Und der junge Mann, der tobt sich da auch echt herzlich aus. Das ist echt krass. Okay. Oh nein. Oh nein. Okay, also dezent geht auch anders, aber gut, ich mache die eh dann halt hier zu Hause einfach drauf und nicht, wenn ich das Haus verlasse, ne? Habe ich da so ein Herz im Gesicht? Ist auch mal ganz geil, oder? Feier ich. Ja, vor allem, weil ab und an mein Freund dann natürlich auch so einen Sticker von mir bekommt, wenn er dann irgendwie so eine Unreinheit hat. Und da ist natürlich ein paar mehr jetzt hier drin, ne? ich glaube nicht, dass er das dann verwenden wird. Ich sehe das noch nicht so ganz, dass mein Freund mit einem Herzchen auf der Wange rumlaufen würde. So, wieder was von Fourth Ray. Duet Hydrating Hyaluronic Mist. Hydration Booster könnte ich mir vorstellen als Make-up-Fixierungsspray oder als Setting-Spray oder als Zwischendrin-Spray. Oh, mit Gurkenwasser. Was ist denn Lingonberry? Keine Ahnung. Irgendeine Superfrucht. Achso, Cruelty und Vegan. Also Cruelty-Free ist sowieso Colourpop. Vegan dann auch wahrscheinlich die meisten Produkte. How do you do? Weiß ich nicht, ob man das... Hier. Duet features a makeup-friendly microfine mist that will leave your skin feeling hydrated and fresh. Okay, dann mache ich das jetzt hier mal drüber. Ich habe jetzt keine wasserfeste Mascara drauf. So sieht das übrigens aus, ne? Ist ein Spray. Oh. Dann wird das im Vollfest... ne? Finde ich gut. Okay, Sprühnebel geht klar. Das riecht echt angenehm nach Gurke, Leute. Das spritzt schon. Wobei, nee, so geht das. So muss man machen. In solchen Bewegungen, Leute. Und dann fühlt sich das auch wirklich angenehm an. Die Gurke kommt wirklich gut durch. Das jetzt, nee, auch nicht irgendwelche Punkte oder so ins Gesicht geballert, ne? Cool. Kommt, wie gesagt, ne? In mein Full-Face-Beauty-Boxen. Habe ich das schon in diesem Video gesagt? Ich sage das immer so häufig, wenn ich Boxen auspacke und hoffe, dass ich euch damit nicht allzu sehr auf den Sack gehe. Sofern ihr einen Sack habt. Das Ding ist halt, dass ich gerne am Ende des Monats alle Produkte aus den Beautyboxen zusammennehme. Die hier habe ich jetzt ja im Juli ausgepackt. Ich hoffe, dass das Video auch im Juli online geht. Und ja, dann mache ich halt ein Fullface, wo ich die ganzen Produkte verwende. Riecht echt gut. Ich mag den Duft. Gut, sehr schön. Es steht 2-2. Weiter geht die wilde Reise. Colourpop Flat Kabuki Brush. Oh, ein Pinsel. Jo, mal gucken.
wie die das so definieren mit einem Kabuki-Brush. Wahrscheinlich so ein Make-up-Auftragepinsel. Das finde ich schön. Weil das hatte ich ja bei dem Pinselset nicht, ne? Und das mache ich in letzter Zeit super gerne, dass ich solche... Ja! Ne? Dass ich solche Ja-Ne-Pinsel verwende. Und zwar ist der auch wirklich hübsch. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Den mag ich leiden. Ja, wenn der jetzt noch gut funktioniert. Also ist auf jeden Fall echt gut gebunden. Beziehungsweise da sind sehr, sehr viele Härchen vorne drauf. Coolio. Echt coolio. So. Ja, unser Nachbar hat irgendwie Besuch. Schon wieder lachende Menschen. Ich lieb's. Dann habe ich hier das nächste. Und zwar So Radiant. Auch wieder von 4th Ray. Illuminating Brightening Eye Cream. Ach was. Eine Augencreme. Das kann ich doch mal ausprobieren, oder? Definitiv. Definitiv. Ja. Eine Augencreme von 4th Ray. Gut, das ist halt ein bisschen schwierig, weil das jetzt nicht irgendwie so ein easy peasy nachkaufbares Produkt ist. Aber warum eigentlich nicht? Muss man halt nur mal gucken, welche Inhaltsstoffe sich darin verbergen. Aber aufgrund der Farbe würde ich jetzt mal ganz weit mich aus dem Fenster lehnen und sagen, irgendwas mit Vitamin C. Die Menschen freuen sich. 15 Gramm. Und ja. Brighten, Moisture, Double Duty Eye Cream, Vitamin C, weißt du Bescheid. Turmeric, das ist Turmeric, Kurkuma, glaube ich. Oder Ingwer, nein. Weiß ich nicht. Kurkuma müsste das sein. Und Camo Camo. Ja, guck. Wer kennt das nicht, ne? Finde ich cool. Morgens und abends. Ne, use in the AM daily. AM ist morgens. Ich würde es aber eher abends verwenden, weil wegen Vitamin C. Weil wenn du Vitamin C verwendest, ist es meistens so, dass du einen dicken, fetten Lichtschutzfaktor drüber machen solltest. Gut, mache ich so oder so. Lichtschutzfaktor 50 plus, zack, aufs Gesicht, ne? Oder wenn du halt nicht allzu weit aus dem Haus rausgehst. 30 reicht dann auch ab und an mal. Cool. Ne? Ja. Ich bin halt eher so ein Fan von, knall hier ordentlich viel Make-up rein in die Box, aber ne? Ja. Hier habe ich jetzt ein Quattro. Auch Quattros sind nicht unbedingt meine Welt. Ich weiß nicht, wo ziehe ich die Grenze, ne? Da bin ich halt auch irgendwie manchmal ein bisschen schwierig. Okay, weil ich habe hier tatsächlich... Also, ich mag gerne die Five-in-a-Box-Geschichten von Catrice. Ich mag auch gerne die Mini-Paletten von Natasha Denona. Da gibt es echt super viele verschiedene. Ich hatte letztens auch eine Pixi-Palette, die ich echt gerne mochte und so. Und dementsprechend kommt es halt auch immer auf die Konstellation der Farben drauf an. Ich glaube, so ab 5 Tönen ist es halt etwas, wo ich für mich persönlich sage, okay, da kann ich halt auch einen ordentlichen Look draus zaubern. Weil wenn ich jetzt hier diese Lidschattenpalette angucke, Acai You oder Acai You Baby, da habe ich quasi zwei richtig schimmernde Töne in der oberen Reihe, dann unten einen matten und einen matten Ton mit Glitzerpigmenten drin. Also ich persönlich kann damit keinen vernünftigen Look, glaube ich, schminken. Also vielleicht ein bisschen schon, ja, schon. Ne? Dass man sich den matten Ton hier in die Crease gibt oder so. Dann nach außen den dunklen Schimmerton, nach innen den hellen Schimmerton und am unteren Wimpernkranz diesen dunklen Ton mit Glitzer oder so drauf. Aber ist nicht ganz so meine Welt. Deswegen, das hier wird weiter wandern. Das wird nicht hier bleiben. Nee, werde ich nicht so zu greifen. Auch wenn Colourpop eine geile Qualität hat, ne? Steht vollkommen außer Frage. Coco Loco, noch ein Lippy Scrub. Ja, da wird Postwänden weitergehen. Zum einen bei Lippy Scrub und zum anderen bei Kokos. Ne? Und das ist dann ja genau unter meiner Nase. Das muss echt nicht sein. Ich trinke mir mal lieber einen Schluck. Denn so langsam lässt mich hier echt die Luft im Stich. So. Dann habe ich hier When Life Gives You Melons von 4th Ray Watermelon Face Polish. Das ist ein Gesichtspeeling for smooth, healthy skin, exfoliating, balancing, 60 Gramm sind hier drin. Was ich halt positiv bei diesen 4th Ray Geschichten finde, ist, dass wir halt auch wirklich hier so Full Sizes mit drin haben. Bislang habe ich auch alles davon behalten. Hier kommt es halt wirklich drauf an. Ist es ein Enzympeeling, ist es ein Fruchtsäurepeeling oder ist es ein mechanisches Peeling? Wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, wenn es ein mechanisches Peeling ist, würde ich es einfach mal auf dem Körper ausprobieren, oder? Ja, weil Wassermelone ist schon geil. Es ist definitiv mit Peeling-Partikeln drin. Ja.
Also dementsprechend, das geht bei mir dann auf den Körper. Auch wenn es eigentlich relativ verschwenderisch ist, bin ich auch ehrlich, ne? Aber Wassermelone ist schon geil. Ich habe jetzt aktuell eins mit, mit Erdbeere. Das ist ein Traum, Leute. Hier riecht es auch ein bisschen die Wassermelone raus. Liebe ich sehr. Also mein Freund ist eher so Typ Honigmelone. Bei uns gibt es nie Wassermelone, weil er die nicht so gerne mag. Und was soll ich mit so einer riesigen Wassermelone, ne? Ist auch irgendwie schade. Mir auf den Körper schmieren. Ja, und deswegen freue ich mich immer, wenn ich Wassermelonenduft irgendwo mit drin habe. Und dann, ne, ab geht die Party. Witzig. Bislang habe ich echt alle Force Ray-Produkte behalten. Obwohl man eigentlich eher so davon ausgeht, dass man sagt, okay, Schminkbox und so weiter, ne? So, hier habe ich noch so ein Quattro on the Mango. Sieht hübsch aus. Ja. Da habe ich drei matte Töne und einen Schimmerton. Das könnte schon eher was sein. Komm, das werde ich mal ausprobieren, oder? Ja. Der Schimmerton sieht sehr vielversprechend aus. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mir dann einen Look, einen matten Look mit den matten Tönen schminke, ich liebe ja diese orangenen Looks, das ist voll mein Ding, dass ich dann den Schimmerton so als Toppington drüber geben kann. Das behalte ich, ja, komm. Und das ist auch noch eine Pressed Powder Shadow Geschichte, das heißt, das ist dann, nee, ich dachte, Pressed Pigment habe ich gerade im Kopf gehabt, dann müsste das nämlich super krass pigmentiert sein. Mango, Tango, Orchard, Sweet Nectar und Chutney. Und, das ist natürlich auch interessant. Orchard und Sweet Nectar, also im Prinzip die beiden Töne hier, sollst du nicht direkt am Auge verwenden. Schön, dass du die Hälfte der Lidschattenpalette nicht am Auge verwenden darfst, oder? Solche Widersprüche. Muss ich da irgendwie groß was zu sagen? Und das ist eigentlich auch eine Palette, da will man so eine Umverpackung aufbewahren, oder? Weil so ist es halt nicht so hübsch. Das ist halt schon eine Lidschattenpalette, ja. Aber die ist halt nicht so hübsch. Ja, Verpackungsopfer. Na, ich glaube, die testen wir mal aus. Das kriegen wir schon voneinander. So. Wobei, ach, ich muss einfach mal gucken. Die wird aber behalten, weil ich habe jetzt, die andere habe ich schon weiter, ne, dass die weiter wandern wird und dann die orangene bleibt. Man sieht kaum, dass ich sowas mag, ne. So gelb-orange und so, voll mein Ding. Läuft. So, ein bisschen was haben wir hier noch. Einmal Level Up Lengthening Mascara. Mit Colourpop Mascaras habe ich nicht so die allerbeste Erfahrung, aber probieren geht über studieren. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. 7,5 Milliliter. Ich finde, das ist ganz schön viel dann an Produkt hier drin, ne? Level Up. So schaut sie aus von außen. Und dann gucke ich mal von innen. Ist halt sehr plastikmäßig, ne? Weil Colourpop ist ja auch eher so eine Drogeriemarke. Riecht sehr intensiv. Nach Mascara halt. Wir haben ein Faserbürstchen, was ein tannenbaumförmiges Bürstchen ist. Jo, die möchte ich ausprobieren. Das kann ich euch jetzt noch nicht so sagen. Oh, ich war eben so traurig. Man weiß ja wofür, aber ich darf ja aktuell mein liebstes Wimpernserum nicht verwenden, weil Hormone drin sind, ist klar, ne? Und meine Wimpern verändern sich halt und das sehe ich halt. Und eben habe ich mich geschminkt und dann saß ich hier oben und ich wurde immer so trauriger, weil dann habe ich eine Mascara drauf gemacht und dann gucke ich so, Sonst kannte ich das halt, ne, dass meine Wimpern wusch gemacht haben. Ja, der Wabawum-Effekt bleibt aktuell eher aus. Aber mein Freund hat gesagt, dass ich sehr schöne Wimpern habe und auch sehr schön bin. Ja. Ach, ich heule rum. Okay, als nächstes habe ich hier Color Sticks von Colourpop. Das dürfte ein, oh Gott, Coffee Shop. Ist das ein Lippi? Ach, du weißt es nicht. Oder ist es fürs Auge? Creamy Matt? Was ist das? Das sieht ein bisschen aus wie die bei Terry Augenstifte. Also Eye Cream Viecher. Color Sticks. Weil, also das wäre als Lippi schon ziemlich dunkel, ne? Steht jetzt so nicht drauf. Weiß ich nicht. Muss ich mal herausfinden. Ich glaube, das ist fürs Auge. Und wenn das fürs Auge ist, also quasi ein Cream Eyeshadow, dann bin ich da raus, weil es wieder Richtung Mono. Für die Lippen wäre ich auch raus. Also ich bin so oder so raus. Aus diesem Grund bin ich raus. Ja, wenn ich irgendwann mal bei der Höhle der Löwen sitze, dann wisst ihr, dass ich es geschafft habe, ne? Dass ich so viel Geld habe, dass ich das dann irgendwie auch noch irgendwo investieren könnte. Erstmal ein Kind kriegen, Kinderzimmer machen und so, Claudinchen, ne? Dann kannst du über Investitionen drüber nachdenken.
So, dann habe ich hier, das ist definitiv ein Lippenprodukt, Fresh Kiss Lip Lacquer in der Farbe Sidecar. Hä? Ein Seitenauto? Warum? Was ist ein Seitenauto? Was ist ein Sidecar? Keine Ahnung. Hier sind ganz viele Kussmünder drauf, das gefällt mir schon mal. Erinnert mich auch ein bisschen an Odin's Eye von der Aufmachung her. Schaut einmal so aus. Ich finde die Farbe endgeil, muss ich wirklich zugestehen. Problem ist halt wirklich, dass solche Töne für mich zu krass sind, weil ich bin super blass und wenn ich dann so einen dunklen Lippi drauf mache, egal wie geil die Konsistenz ist und die Haltbarkeit und hast du nicht gesehen, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich. Knallig rote Lippen, ja. Aber sowas halt einfach leider nicht, ne? Also das ist die Farbe leider nicht. Leider nicht. Nee. Muss ich ehrlich sein, Claudi. Das geht so nicht. Nee, weil ich habe ja auch meistens recht intensive Augenlooks, ne? Dass ich halt den Fokus auf die Augen lege und da halt immer richtig viel Farbe drauf knalle und so. Dann mache ich die Lippen eher so zurückhaltend. Oder ich nehme eine türkise Lippe. Ich habe ja auch einen wunderschönen türkisen Lippenstift. Läuft. Aber da, nee, das geht leider nicht. Nee. Kann sich jemand anders drüber freuen. You deserve a star. Sowas finde ich süß. Da komme ich mit klar. Das war ein Reim. Finde ich schön. Kann man auf jeden Fall machen. Dann habe ich hier noch das letzte Produkt in der Box. Und das ist natürlich eine große Lidschattenpalette. Sowas finde ich sehr ansprechend. Die habe ich auch bei Jenny von Eden gesehen. Plush Like Me Pressed Powder Palette. Was eine wunderschöne Verpackung ist das bitte. Oder? Also ich stehe auf solche schön geschwungenen Linien. Also das ist voll schön. Mag ich. Erinnert mich ein bisschen an den Kunstunterricht, muss ich sagen. Und auch an die Mandala-Zeit, wo man Mandalas gemalt hat. Ist das geil! Ich muss die Umverpackung nicht aufbewahren, weil die Umverpackung ist nicht so schön wie die Palette an sich. Guck dir das mal an, da ist Samt drauf. Oder sowas, was Samt sein möchte. Man weiß es nicht. Sehen meine Nachbarn gerade, dass ich hier ein Video drehen läuft. Genau, Plush Like Me. Jetzt bin ich mal auf die Farben gespannt. Eher zurückhaltend, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Boah, sind das geile Töne. Da finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass ich dieses Quattro mit dem Acai nicht nehme. Weil da haben wir hier auch so ähnliche Töne drin. Das mag ich gerne leiden, das finde ich schön. Boah, da kannst du schön was mitmachen. Und natürlich haben wir hier auch so Slipdress und schönen dezenten Orangeton. Mag ich ja, ist voll gut. Geil. Nee, also das ist der krönende Abschluss, definitiv. Das finde ich wirklich gut. Ich mag die. Ich finde die gerade so wunderschön. Also, das habe ich so echt noch nicht wirklich gesehen. Also, ich habe samtige Paletten in meiner Sammlung, ja. Aber das ist schon sehr schön. Und Colourpop ist ja eigentlich, wenn ich jetzt in Amerika wohnen würde, ne? Also, ich hätte ja alles von Colourpop. Glaubt mir. Die haben ja ständig Limited Editions und die haben so schönes Design. Die haben so coole Produkte. Aber das mit dem Zoll ist halt echt immer eine Nervgeschichte, ne? Kann's nicht anders sagen. Irgendwas ist da gerade umgefallen. Shit happens. Ja, ihr Lieben. Also wenn ich jetzt so mal die Ausbeute mir angucke, werden echt ganz schön viele Produkte bleiben. Wohingehend ein Monolidschatten, zwei Lippenscrubs, ein Lippenprodukt, ein Augen- oder Lippenprodukt und ein weiteres Lidschattenpalettengedöns. Also sechs Produkte werden weiter wandern, aber es sind halt auch nur kleine Produkte. Wohingegen die wirklich großen Produkte, die wahrscheinlich halt auch werttechnisch ein bisschen mehr ausmachen werden, bleiben werden. Für mich war das jetzt eine coole Box, weil ich jetzt auch nicht so super viel von Colourpop bei mir zu Hause habe und das einfach interessant finde, das auszutesten. Ne? Und man kann ja auch irgendwie immer wieder darüber nachdenken, dass Purish nach wie vor darüber nachdenkt, Colourpop bei denen ins Sortiment reinzuholen. Das wäre so geil, ne? Oh. Ich würde im Himmel leben, ich sag's euch. Ja. Ja, die Box ist schon geil gewesen. Also sollte es nochmal so eine Box geben, ich glaube schon, dass ich mir die nochmal holen werde. Schon. Habt ihr auch schon mal was von Colourpop getestet? Was könnt ihr empfehlen? Schreibt das gerne in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren. Wird auch die Community wahrscheinlich sehr so interessieren, ne, was ihr empfehlen könnt. Und ja, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Colourpop Mystery Bag Box. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings von Buchsen und so. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!